Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV. Mein Name ist Maverick Berlin und jetzt gibt es meine persönliche Prognose zum mittlerweile 29. Bundesliga-Spieltag. Ja? Und kurz mal auf die Champions League Viertelfinalduelle ja, zu sprechen zu kommen. Ne? Muss man sagen, Freunde, ja, das entscheiden manchmal wirklich so Kleinigkeiten. Ne? Nehmen wir auch jetzt zum Beispiel gestern das Spiel. Ne? Man muss schon sagen, Bayern hat das zu Hause ziemlich gut gemacht. Ziemlich gut gemacht, in Anführungsstrichen gut gemacht. Weil wenn man keine Tore erzielt, ist es natürlich am Ende des Tages nicht gut gemacht. Aber so von dem ganzen Aufwand und ja, vom Tempo und von dem Hunger, nochmal was reißen zu wollen, waren sie eigentlich schon gut fokussiert. Es hat das Tor gefehlt. Dann passieren halt so Sachen, dann kommt nochmal so ein Motivationsschub, wo Haaland den Elfmeter verschießt. Dass man, wenn man 10, 15 Minuten bis zur 60. Minute nach dem verschossenen Elfmeter noch das 1-0 macht, ne? Ja, würde vielleicht noch irgendwas gehen, ja? Aber die können halt keine Tore erzielen. Da war Man City auch natürlich, muss man sagen, auch abwehrtechnisch schon ziemlich stabil unterwegs. Und das zweite Duell muss man sagen, Napoli. Ne? Napoli, das ist immer noch ein klarer Heimsieg. Immer noch ein Weiterkommen für Napoli, für mich. Ja? Ich glaube, 26 zu 5 Torschüsse, 600, über 600 Pässe, gespielte Pässe zu 200, glaube ich, noch was. Oder um die 200 bei AC Milan, also eine Übermachtdemonstration, wurde nicht genutzt. Ne? Elfmeter wurde auch verjubelt. Milan zwar auch, aber Napoli verjubelt den Elfmeter. Treffen dann zwar zum 1-1, müssen dann natürlich noch einen Elfmeter kriegen, der ein ganz klarer ist bei Lozano, kriegen die nicht und ja, am Ende ist es, wie es ist. Ne? Inter gegen Benfica, 3-3, ja, NHL-Playoffs und Real ist einfach für die Champions League geboren. Ne? Die fahren einfach da und machen es wieder trocken. 2-0, ja, das ist ein Team, das ist ein Team einfach, das ist wie aus dem Holz geschnitzt für das Champions League Turnier. Ja? Ja, Freunde, jetzt kommen heute noch die 8 europäischen Duelle in der Europa League und in der Conference League. Und schauen wir mal, was dabei rausspringt. Aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal zum 29. Spieltag. Und man muss sagen, am 28. Spieltag, aus den 9 Partien, die der Spieltag zu bieten hatte, beziehungsweise an jedem Spieltag hat, ne? 6 Remis. Also hätte man da jedes Spiel einzeln auf Remis getippt, hätte man eine ganze Menge Plus, also Guthaben auf der Plusseite stehen. Ne? Schalke Sieg war für mich klar, Leipzig Sieg war für mich klar, nur der Freiburger Sieg nicht. Und ja, wie willst du auch sechs Remis prognostizieren oder richtig tippen aus 9 Spielen? Ne? Ist natürlich etwas, ja, was kaum möglich ist, denn ich glaube, ein Spieltag bei 9 Spielen, der mit 6 Unentschieden endet, ist Seltenheitswert. Ne? So, kommen wir auf die morgige Partie, die Freitagsbegegnung Augsburg gegen Stuttgart. Und man muss sagen, Augsburg ist momentan ziemlich schlecht drauf. Ja? Da läuft es auch zu Hause nicht mehr richtig bunt. Ne? Die sind richtig im Negativtrend, ne? Als wenn sie nochmal ja, anklopfen wollen und sagen wollen, so, hey, wir wollen da nochmal um den Abstieg mitspielen, ne? Und Stuttgart 3 Pflichtsiege in Folge. 1-0 gegen Nürnberg im Pokal, 3-2 in Bochum, 3 Spiele ohne Niederlage, Entschuldigung. Und das 3-3, das unfassbare 3-3 gegen BVB zu Hause. Ja, und man muss sagen, da hat Hoeneß sich gut eingefügt. Und ich sehe die Stuttgarter einfach auf einem positiveren Tendenz, positiver, ne? Auf einem positiveren Weg als die Augsburger und traue denen zumindest einen Unentschieden zu. Ne? Selbst Auswärtssieg würde mich nicht überraschen.
1-1, 1-2 in die Richtung. Für mich ein ganz klares X2 mit einer 1,33er. Beide treffen 1,62er. Und ich sage trotz allem am Ende, Augsburg trennt sich von Stuttgart 1-1, X360er Quote. Tendenz aber zum Stuttgart-Sieg, falls ihr mich das fragt. Dann sind wir bei den Samstagsbegegnungen, Mainz gegen Bayern. Jetzt ist es natürlich, jetzt geht es um die deutsche Meisterschaft. Und man muss hier eins bedenken, Bayern hat jetzt natürlich viele, viele Körner. Viel Körner mental, körperlich bei diesem Duell gegen Man City gelassen. Man sieht halt offensiv, ja, ist das so ein Ding. Ne? Hinten kassieren sie schon seit Wochen in jedem Spiel immer Gegentore. Ja? Außer der 1-0-Glückssieg da in Freiburg war ein Sieg zu Null, aber ansonsten kassieren sie auch Tore. Und man muss hier sagen, Mainz ist ausgeruht und 9 Spiele ohne Niederlage. Dabei 5 Siege und 4 Remis. Und das wird sehr schwer. Man hat auch schon gesehen, so Bayern gegen Hoffenheim schon schwer getan. Im DFB-Pokal. Tuchel hat aus 6 Pflichtspielen 2 Siege nur geholt. Ja, das ist ja zurzeit wohl der schlechteste Bayern-Trainer, seitdem es Trainer beim FC Bayern gibt. Und ich muss sagen, ich denke, dass sie jetzt mental und körperlich so viele Körner auch bei dem Duell gegen Man City gelassen haben. Da sind sie volle Kanne reingegangen, haben nochmal alles versucht. Das war jetzt nicht so, wir sparen Kraft für die deutsche Meisterschaft. Das hieß so, wir wollen da jetzt alles aus, noch versuchen weiterzukommen. Ja? Und ich denke, das wird Mainz nutzen. Mainz hat ab und zu schon mal gezeigt, dass sie gegen Bayern bestehen können, haben schon Bayern besiegt. Und das wird ein sehr unangenehmer Tanz für die Bayern in Mainz. Und ich sage, Mainz besiegt Bayern 2-1. Ist eine 5,20er-Quote auf Mainz. 1x ist für mich ein ganz klares Ding, dass Mainz zu Hause weiterhin die Serie halten wird und dass es das 10. Spiel ohne Niederlage sein wird für die Mainzer. 1x240er, dass Mainz zu Hause gegen Bayern nicht verlieren wird. Dann sind wir bei Hoffenheim gegen Köln und Köln ist komplett von der Rolle. Da geht es auch nochmal anklopfen um den Kampf zur Liga 2. Hoffenheim 3 Siege. Und ein Remis aus den letzten 4 Spielen. Dabei das Remis gegen die Bayern, wo Kramaric unfassbar den schönen Freistoß macht. 1-1 am Ende. Und 3 Siege haben sich gefangen, sind raus aus dem Abstiegsstrudel und wollen das natürlich behaupten. Und das wird gegen die schwachen Kölner zurzeit gelingen. Hoffenheim besiegt Köln 2-1, ist eine 2,15er-Quote. Bochum gegen Wölfe. Bochum zu Hause eigentlich eine ganze Menge Punkte geholt. Ne? Verbleib ist aber trotz allem noch nicht sicher. Wölfe wollen da nochmal zumindest um Platz 6 mitspielen. Wird aber auch kein leichtes Unterfangen, kein leichtes Auswärtsspiel in Bochum sein. Das hat Bochum auch schon gezeigt, jetzt an der Alten Fürsterei, dass sie auf jeden Fall jetzt um jeden Punkt richtig fighten. Und ich denke, Bochum, Wölfe, klares X, 1-1. Beide treffen 1,62er, 3,60er für X. Dann sind wir bei Hertha gegen Bremen. Und man muss jetzt sagen, ja, Dardai ist der neue Trainer. Ne? Ich dachte schon, wenn sie den Trainer wechseln, okay, da will jetzt keiner hin. Aber mir ist es nicht eingefallen, dass, wenn keiner will, dann kommt halt immer wieder der Dardai daher. Ne? Zum dritten Mal ist er jetzt Trainer und man muss sagen, ja, 6 Spiele jetzt, 2 Remis, 4 Niederlagen ohne Sieg. Bei Bremen aber das Gleiche. 2 Remis, 4 Niederlagen, auch 6 Spiele ohne Sieg und mindestens immer 2 Gegentore pro Spiel für die Bremer. Also sehr, sehr schlechtes Abwehrverhalten und hier ist das für mich eine ganz klare Sache. Dardai wird jetzt den Umschwung zumindest in diesem Heimspiel, die Motivation und den Fokus jetzt richtig drauf legen, das Team nochmal als Berliner Urgestein, als Hertha Urgestein nochmal richtig durchwühlen und so eine Elf ins Spiel schicken, die auf jeden Fall gegen diese abwehrschwachen und auch sehr schlechten Bremer zurzeit mit der aktuellen schlechten Form, um die zu knacken. Ja. Beide Teams haben in 12 Spielen keinen Sieg errungen, also auch Not gegen Elend. Trotz allem wird die Hertha jetzt ein bisschen so den Bruch schaffen und zumindest dieses Heimspiel gewinnen, weil man muss eins bedenken, wenn Hertha dieses Heimspiel nicht gewinnt und nur Remis spielen sollte und gegebenenfalls verlieren sollte, ist es vorbei. Danach kommen die Bayern in München, ja, und dann bleiben dir noch 4 Spiele und du bist Letzter. Also dann ist meiner Meinung nach der Drops gelutscht. Deswegen ein sehr wichtiges Spiel. Ich neige hier zwischen einem 3-1 und 4-1 Sieg für Hertha BSC. Ein klares Ding. Ja, deswegen 2,30er schmeckt auf Hertha. Hertha Tor 1,20er für alle, die kleine Quoten lieben. Und dann interessieren mich hier die Quoten über 1,5
Tore für Hertha. Dass sie zwei Tore machen, ist eine stabile 2,05er-Quote. Ich sage sogar unfassbar diese 4,20er-Quote für über 2,5 Treffer Hertha BSC. Hertha wird drei Heimspieltore gegen diese abwehrschwachen Bremer erzielen, den Sieg holen und eine 4,20er-Quote gibt's dafür. Da sind wir bei Dortmund gegen Frankfurt. Und Frankfurt-Freunde, das letzte Auswärtsspiel haben sie am 5. November 2022 gewonnen. Ne? Und jetzt kommt ja schon der Mai, ne? Langsam. Deswegen sind die ja stabile über fünf Monate ohne Auswärtssieg. Keine Chance. Dortmund wird jetzt nochmal alles dran setzen, die Bayern unter Druck zu setzen um die deutsche Meisterschaft. Und Dortmund wird Frankfurt glatt zu 0 mit 2:0 besiegen. Ist eine 1,62er-Quote für Dortmund Heimsieg. Für mich hier das 0-1 Handicap 1 mit einer 2,45er auf Dortmund. Über 1,5 Tore BVB 1,45er an alle, die kleine Quoten lieben. Ja? Und übrigens hat Frankfurt das letzte Auswärtsspiel in Augsburg am 5. November gewonnen, falls ihr mich das fragt. Und Dortmund ist zu Hause 11 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ja? Sehr stabil. Und dann sind wir bei den Sonntagsbegegnungen. Freiburg gegen Schalke, ja, 8-4-2 zu Hause. Schalke ein Auswärtssieg in Freiburg. Freiburg hat das große Geld jetzt vor der Brust liegen, ne? Die Möglichkeit, sich für die Champions League zu qualifizieren. Klare Kiste, Freiburg besiegt Schalke 2:0, ist eine 1,75er Heimsiegquote auf Freiburg. Über 1,5 Tore für Freiburg gegen diese Schalke-Abwehr ist 1,85er Quote. 0-1 Handicap, 1,295er kann man drauf schielen auf die Freiburger. Leverkusen-Leipzig, ja, die Leverkusener müssen ja heute nochmal ran zum Viertelfinale in Belgien. Sehr schwierig, meiner Meinung nach werden sie dort verlieren. Zu Hause haben die 7 Siege, 5 Niederlagen. Und Leipzig muss jetzt auch dran denken, jetzt geht es auch mit Freiburg und Union um. Vielleicht mischt sich ja nochmal Leverkusen ein, falls sie jetzt gewinnen sollten gegen Leipzig, um die Champions League. Ne? Und ich denke, die werden jetzt alles dran setzen, die müden Leverkusener, die dann von Belgien zurückkommen und dieses Spiel dann in den Knochen haben werden. Vielleicht geht es auch in die Verlängerung. Werden sie hier das reifere Team sein und Leverkusen die erste Niederlage nach langem wieder beifügen. Ja, denn Leverkusen ist 8-3-0, also seit 11 Spielen, ne, sind sie ungeschlagen. 11 Spiele ohne Niederlage. Und Leipzig hat aber auch einen 3-Siege-Run. Ja, 3 Pflichtspielsiege in Folge. Und ich gehe hier davon aus, Leipzig wird das ausnutzen, dass die Leverkusener jetzt aus Belgien von einem schweren Auswärtsspiel kommen. Und auch, dass die Leverkusener Serie kann ja nicht ewig halten. Irgendwann muss ja die erste Niederlage. Und ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo Leverkusen zu Hause gegen Leipzig verlieren wird. Leipzig gewinnt 2:1 in Leverkusen. 2,50er-Quote auf Leipzig. X2, dass Leipzig in Leverkusen nicht verliert. 1,45er. Und die letzte Partie ist Gladbach gegen Union. Und man muss sagen, Gladbach ist zu Hause eigentlich immer sehr, sehr stabil. 8-3-3. Ja? Und Union auswärts 6-2-6. 6 Siege, 6 Niederlagen. Ja? Haben jetzt aber auch an der alten Fürsterei langsam ein bisschen Probleme. Denn sie haben, obwohl es um die Champions League geht, Bochum nicht besiegt. Nur 1-1 gespielt. Ja, und das ist auch so ein sehr, sehr schwieriges Spiel für Union jetzt in Gladbach. Für mich hier Vorteil Gladbach, obwohl da jetzt auch schon die halbe Mannschaft weiß, dass sie den Verein verlassen wird. Ja. Trotz allem sage ich, dass Gladbach gegen Union nicht verlieren wird, aber ich traue den Gladbachern auch gegen Union, die Champions League auch vor der Brust haben. Ne, und ist erreichbar, die Champions League für Union. Das wäre ein unfassbarer Erfolg. Ja. Und meiner Meinung nach ist das so eine Sache, Union wird da auch alles dran setzen, zumindest zu punkten. Aber für einen Sieg in Gladbach wird es meiner Meinung nach nicht reichen. Ich denke aber auch nicht, dass Gladbach die Unioner besiegen wird. Ich gehe hier von einem Hin und Her, 2:2 unentschieden. X, 3,30er, beide treffen 1,75er. Für mich eine über 2,5 Partie mit einer 2,05er-Quote. Und man kann auch auf das über 3,5 schielen mit einer 3,50er-Quote. Ich sage Punkteteilung, Gladbach trennt sich von Union 2:2 und jeder nimmt einen Punkt mit, Freunde. Das war meine persönliche Prognose zum 29. Bundesligaspieltag. Ich bedanke mich für jeden Daumen hoch, Freunde. Und mich würde es interessieren, schreibt mir mal eure Prognose, was ihr glaubt. Mainz gegen Bayern, Hertha gegen Bremen und Dortmund gegen Frankfurt. Ja, wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Peace out da und ratatatata macht die Geldzählmaschine. Yeah.